Hallo zusammen und erstmal eine Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis diese Folge kommt. Aber ich meine, wir sind ja auch ganz schön weit in die Zukunft gesprungen, also muss das vermutlich so sein, nicht wahr? Zumindest glaube ich, dass wir weit in die Zukunft gesprungen sind, denn alles ist kaputt und alle sind tot. Allerdings, wenn man Rufus so betrachtet und seine Vergangenheit kennt, könnten es auch nur 5 Minuten gewesen sein, wer weiß. Ja, jedenfalls hatte ich keinerlei Zeit zum Aufnehmen letzte Woche und entsprechend gab es keine neuen Folgen. Jetzt aber versuche ich möglichst viel aufzunehmen, um mit diesem Spiel fertig zu werden. Sonst müsst ihr ja nochmal ewig warten und das möchte ich nicht. Also, gar keine Zeit zu verlieren, schauen wir uns einfach mal hier um. Dieser Ring hat mir bislang nichts als Ärger bereitet. Ach so? Dann nehme ich ihn doch wieder mit. Da kann er ja noch mehr Ärger bereiten. Das Garagentor geht bestimmt auf. Ja. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Hierfür brauche ich nur meine Finger und den geeigneten Hammer. So. Musicbox, Rita. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen. Aber wenn das... War nicht Rita die Frau aus dem Laden? Und ich dachte, sie hat geheiratet mit Rocco. Und ist Rocco jetzt tot? Mit wem ist er dann hier tot? Hm. Rita? Rita, du lebst! Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, genau. Ja schon. Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein! Das darf auch nicht sein! Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten. Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieße ja, Cole ist tot. Alle sind tot. Cole. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik, jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Das kriegen wir vielleicht hin. Wir haben ja ganz schön viel nützliches Zeug dabei. Und zum Glück können wir auch Zeitreisen, hoffe ich zumindest. Dann können wir das wieder in Ordnung bringen. Aber was, haben wir wirklich nie erwähnt, dass Rocco Rita heiraten soll? Da müssen wir sich fast nochmal anschauen. Das wäre natürlich wieder witzig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Es sind bestimmt ganz viele Anspielungen dann drin gewesen, die ich nicht gecheckt habe. Da, die Tachyonenarmbrust. Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger? Bist du bekloppt? Du zerschrampst mir noch die ganzen Datasetten. Du meinst, ich brauche eine echte Nadel? Dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Das sollte doch nun wirklich nicht so schwer sein. Na gut, gehen wir mal hier rüber. Ah ja, der Mann ist auch tot. Ja, das ist doch noch ein Portal. Warum hat das niemand benutzt, jemals? Hier wächst gar nichts mehr. Hier wächst gar nichts mehr. Dann pflanzt was ein. Wer Liebe sät, wird Freude ernten. Ja gut, okay. Nichts Nützliches zum Einpflanzen, aber hey, warum hat niemand dieses Portal benutzt? Das muss irgendwo ganz Schreckliches hinführen. Ach so, das ist ein Hinterhof. Ach, jetzt verstehe ich. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Das ist alles in der Zeit gefangen hier. Meine 4D-Brille. Ich hatte mich schon gefragt, wo ich die hingelegt hatte. Es hilft also wirklich, dahin zurückzugehen, wo man sie zuletzt gesehen hat. Moment, das soll ja hoffentlich... Ich dringender als er. Hoffentlich noch nicht alles gewesen sein. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Dann haben wir noch die Studentin. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Das heißt, wir haben hier die Pumpe. Seltsame Nupsis? Waren die schon immer da? Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Richtig, warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Und die Bohnen. Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Okay, wir haben eine Armbrust. Wir können Zeug. Ja, danke schön.
Zeug vom Himmel holen. Hey, das funktioniert ja ganz gut. Ist der Pfeil zurück auf die Armbrust gefallen? Wow. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Ja, was für ein Unglück. Wie soll man da nur jemals wieder rankommen? Also, ich meine ja nur, wie soll man da nur jemals wieder rankommen? Du bist, was du isst. Demnach wäre McChronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter... Ja, ja. Ey, kommentiert er das nicht mal, dass die da drin ist. Na toll. Ich bin noch nicht fertig mit Schießen. Dafür brauche ich nur meine Finger und immer zwei Finger breit Feta im Tank. Ein Profi wie ich überreist sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Ein Nupsilator? Hm. Wie wär's mit dem Ring? Ich will nicht mit meiner Arbeit verheiratet sein. Eigentlich wollte ich sie immer mit Toni verkuppeln. Na gut, mit der Hand geht's nicht. 4D-Brille könnte sich jetzt nützlich erweisen, aber wahrscheinlich nicht hier drinnen. Oh, dann fällt mir ansonsten nicht so viel ein, was ich hier noch machen kann. Außer... Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Das glaube ich kaum. Er fehlt noch irgendwas, was man in diese Pumpe reinwerfen kann. Bohnen werden es wohl nicht sein. Die sind zum Essen da. Und schmecken nicht nach Feta. Hey, ich kann die Bohnen einpflanzen. Dazu müsste ich sie erst einmal aus dieser Dose bekommen. Ach Gott, ist das wieder das Problem? Das ist doch jedes Mal das Problem. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Ich will nicht mit meiner Arbeit verheiratet sein. Eigentlich... Kann ich die nicht mit dem Ring aufpieksen? Das ist doch ein Einhornring. Mist. Naja, aber sie ist doch so hungrig. Sie kriegt die bestimmt auch. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss mein Kind. Also, Rita, wenn das dein Plan ist, mich zu essen, dann hast du was vollkommen falsch verstanden, denn es ist absolut ineffizient, mich zu füttern, um nachher an mir mehr Fleisch zu haben. Da kannst du lieber gleich die Bohnen essen, du Hexe. So. Hey, Rita, ich hab was für dich. Zu spät, Schätzchen. Dieses Angebot hat sein Haltbarkeitsdatum weit überschritten. Nicht nur das Angebot. Ach, Mist. Nichts Neues zu erkennen. Keine Portale. Das überrascht mich doch jetzt eher. Die Konserven will sie nicht. Das Garagentor ging mit der Tachyonenarmbrust auch nicht auf. Also ich hoffe mal, er sieht auf dem ganzen Bildschirm was, wenn er diese Brille aufsetzt. Aha, ich sehe Potenzial. Aha. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Das ist gut. Wenn man die richtige Brille hat, kann man Potenzial erkennen. Können wir denn da irgendwie hoch? Das Portal, das in McChronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Moment mal, das ist jetzt offen. Was passiert denn dann da drüben? Können wir da jetzt... Irgendwie bezweifle ich, dass er daran gedacht hat, einen Dosenöffner einzupacken. Ja, ich sollte mich wirklich gesünder ernähren. Verdammt! Warum habe ich das gemacht? Jetzt komme ich da doch nie wieder ran! Ach, so dumm. Den Ring in dem... Ich will nicht mit meiner Arbeit verheiraten. Eigentlich... Kann ich ihm irgendwas geben? Kann ich ihm die 4D-Brille zurück? Kann ich ihm den Zeitmaschinenschlüssel geben? Ach so. Ach nee. Macht der hier was auf? Wohl nicht. Wenn ich jetzt in den Strudel hineinschieße. Das Portal ist schon offen. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten.
Okay, Moment. Warte mal, was können wir jetzt mit diesem Portal machen? Können wir da was reinwerfen oder so? Ich weiß noch nicht genau, was wir erreichen wollen mit dem Portal. Das Portal, das in Macronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Das heißt, du kannst da nichts reinwerfen? Das Portal, das... Okay. Nichts. Na, ob das noch funktioniert? Aha. Hat sich was getan? Da hinten hat's geblinkt. Aha. Hätte ich mal gleich hier ausprobieren sollen. Hier ist bestimmt das Werkzeug drin. Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Kann ich die mitnehmen? Ich würde die gerne mitnehmen, aber wie nehme ich sie mit? Ich kann sie nicht mitnehmen? Danke, ich hab noch. Danke, ich hab noch. Ist da vielleicht ein Portal drin? Aha, meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Aber ich möchte den Tachyonenkäse mitnehmen. Warum kann ich den nicht mitnehmen? Das muss ich nicht tachyonisieren. Nicht solange ich eine viel lässigere Methode kenne, Portale zu öffnen. Nämlich? Okay, ich kann Sachen tachyonisieren, alles klar. Das muss ich nicht tachyonisieren. Nicht so. Ja, das tut nichts. Und hier gibt's ja auch keine neuen. Aha, man muss Ziegenmilch. Rita, sag mir was dazu. Ist heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Gibt es heute... Diese verdammte Musicbox. Da ist keine Musik drin. Und das Garagentor kann ich auch nicht mit dem Ring... Ja, das macht ja keinen Sinn. Ich will nicht mit meiner Arbeit ver... Eigentlich... Tja, das macht ja alles keinerlei Sinn. Ups. Holala. Was nun? Sprach Zeus. Durch dieses Portal offen und ich komme nicht ran. Das gibt's doch nicht. Kann ich da nicht nochmal drauf schießen oder so? Das Portal da leider außer... nichts Neues zu erkennen. Also irgendwas fehlt mir noch. Das richtige Werkzeug, genau. Aber es bringt ja jetzt auch nichts, da irgendwas reinzuwerfen oder so. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Vielleicht könnte man es zumachen. Oder vielleicht das Portal größer machen, indem man an den seltsamen Nupsis dreht. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Nichts Neues zu erkennen. Kann ich mit der Konservendose? Ich kann doch hier nichts. Irgendwie ein Profi wie ich überreist sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Dafür braucht man... Ich bin mal wieder etwas überfragt. Denn so viel Zeug habe ich ja jetzt ja auch nicht dabei. Das habe ich doch alles schon probiert. Ich will nicht mehr eigentlich. Immer derselbe Spruch. Ich will nicht mit meiner Arbeit verheiratet sein.
Ach Mist, jetzt dachte ich, ich komme hier weiter und jetzt ist das Ding nicht wieder fest an bestimmt so einem blöden Ding, das ich machen muss. Das Portal ist leider außer Reichweite. Schon klar, schon klar. Wer Liebe sät, wird Freude ernten. Ich will nicht mit eigentlich. Ich kombiniere mal kurz alles mit allem. Das ist nicht der Schlüssel zur Lösung all meiner Probleme. Das ist nicht. Ah, Hilfe! Ich will nicht mit meiner Arbeit. Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Hackenschotzer. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Nö, ich kann hier nichts kombinieren. Nichts wirklich. Ah, nein, nicht aufsetzen. Ah! Nichts Neues zu erkennen. Ich stochere sozusagen im Dunkeln. Mit dem Beet. Was kann ich denn mit dem Beet machen? Da kann ich doch auch nichts machen. Ich kann Tachyonen-Einpfeil da einpflanzen. Stirb, Rita. Das gebe ich ihr lieber nicht. Mir gefällt nicht, wie sie sich die Lippen leckt, wenn ich meinen Bauch ausstrecke. Ich muss was mit diesem Motor machen können. Das muss doch möglich sein. Aber die Konservendose will er nicht tachyonisieren. Die Tachyonenarmbrust ist schon tachyonisiert. Danke, ich hab noch. Der Einhornring tachyonisieren macht nicht so viel Sinn. Ja, ich kann nichts tachyonisieren. Macht der Einhornring auf der Musikbox Sinn? Das haben wir gleich. Ja, oh, wie jetzt? Das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Und ich dachte, ich muss eine richtige Nadel finden. Na toll, dann hätte ich gleich den Ring probieren können. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Zerschreddert wie Butter, alles klar. Das habe ich jetzt diesmal kapiert. Haha, die eine Bohne. Jedes Bündchen macht ein Tönchen. Ups, ich habe schon wieder aus dem Fenster rausgekriegt. Memo an mich. Schmalhans feuern, Küche neu bemeistern. Und wenn wir den jetzt ins Beet stecken... Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Und wo wartet man am besten? In der Zwischenzeit. Hier wächst gar nichts mehr. Aber wann wächst denn da jetzt was? Vielleicht hätte ich hier die Bohne anbieten sollen. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könnt... Oh, noch. Der alte Spruch, den kennen wir schon. Die Musikbox. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Wenigstens macht das kein Geräusch mehr dabei. So. Jetzt kriege ich noch mit der Tachyonenarmbrust auf. Irgendwie bezweifle ich, dass es sich durch Drohungen einschüchtern lässt. Geht aber nicht und zerschreddern können wir es auch nicht. Dann müssen wir schon die Musikbox mitnehmen. Irgendwas Neues? Aha, meine ich muss ziehen. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Na mein Gott, das kann jetzt aber dauern. So viel Zeit habe ich nicht. Nichts Neues zu erkennen. Ich würde gerne hier durch und da runter. Aber das kann ich nicht. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Ich kann ihm höchstens die 4D-Brille zurückgeben. Ah, nee, kann ich nicht. Ich kann sie nur aufsetzen. Nichts Neues zu erkennen. Ach, es tut mir ja so leid, dass das wieder eine schreckliche Folge, wo ich nichts gebacken kriege. Bei denen sehe ich nicht viel Potenzial. Das Portal ist schon offen.
Er wüsste Bescheid. Er wüsste. Ein Pro. Eine. Nee. Dafür brauche ich. Und im. Hier passiert gar nichts. Naja, wie gesagt, es tut mir leid und machen wir einfach nächstes Mal weiter. Tschüss.